Hi und willkommen zu meinem Bauch-Beine-Po-Langhanteltraining. Legt euch eine Matte bereit und eine Langhantel. Ich habe jetzt zum Beispiel 5 Kilo auf jede Seite gepackt. Und dann legen wir direkt los mit Übungen für die Beine und den Po mit Gewicht und für den Bauch ohne Gewicht auf der Matte. Also ganz viel Spaß. Starten wir mit der Langhantel auf dem Rücken und Kniebeugen mit einem breiten Stand, wobei die Zehenspitzen leicht nach außen zeigen. Wir machen 3 Runden insgesamt und jede Übung ist somit um die 15 Wiederholungen dran. Somit haben wir den optimalen Muskelaufbau. Ihr müsst mir einfach nur folgen und ich sage immer an, sobald wir die Übung wechseln. Spannt schön den Po an, wenn ihr nach oben geht. Wir wärmen die größte Muskelgruppe, die Beine einmal schön auf. Und die letzten 3 Wiederholungen. Sehr gut. Wir stellen einmal einen Fuß zurück und machen Ausfallschritte auf der Stelle. Das heißt, wir gehen einfach runter, versuchen uns aus der Ferse nach oben zu drücken, fokussieren einen Punkt, dass wir schön gerade bleiben. Acht, neun, zehn, die Hüfte zeigt nach vorne, 11, 12, 13, 14, 15 und wir wechseln einmal die Seite. Hier ist ein Tipp, mit der schlechteren Seite anzufangen, dann fühlt es sich bei der zweiten Seite ein bisschen einfacher an, beziehungsweise die zweite Seite wird immer anstrengender sein, deswegen mit der schwächeren Seite beginnen. Wir haben schon 10 Wiederholungen, 11, 12, 13, 14, 15. Wir nehmen einmal die Langhantel vor uns. Ich bleibe jetzt mal seitlich stehen, damit ihr seht, wie ich beim Kreuzheben den Po nach hinten schiebe und mich wirklich darauf konzentriere, dass ich den hinteren Oberschenkel und Po spüre und den unteren Rücken so ein bisschen rausnehme. Dafür greife ich ungefähr schulterbreit, der Stand ist auch schulterbreit. Die Beine bleiben relativ gestreckt. Jetzt schiebe ich den Po nach hinten und gehe richtig schön in die Dehnung nach unten. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dreizehn. 14, 15 und wir kommen einmal auf die Matte mit unserer Langhantel, machen weiter mit der Lieblingsübung von mir für den Po, den sogenannten Hip Thrust. Ihr könnt dabei auch, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel eine Erhöhung habt, irgendwie einen Stuhl, Stepper, Bett oder so, euren Rücken auflegen. Ich mache das jetzt mal komplett auf dem Boden und hierbei kicke ich jetzt wieder aus den Fersen
nach oben. 15 Mal. 4, 5, 9, ersten 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und wir legen einmal die Hantel zur Seite. Machen jetzt nochmal eine weitere Po-Übung. Und zwar bleibt jetzt nur ein Fuß auf dem Boden stehen und der andere bleibt gestreckt bzw. angehoben. Und jetzt drücken wir uns noch mal 15 Mal pro Seite nach oben. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Und wir wechseln einmal die Seite. Das ist krass, wie man das, also ich zumindest, ohne Gewicht sogar spüre. Richtig gut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Wir drehen uns einmal auf den Bauch und machen weiter mit sogenannten, ich glaube, Frog Kicks oder so heißen die. Und zwar kickt ihr jetzt die Füße nach oben, als hättet ihr da oben was drauf liegen. Stellt euch vor, da liegt so ein Ball. Den müsst ihr balancieren und nach oben drücken. Geht auch nochmal schön auf den Po. Zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Und wir drehen uns wieder auf den Rücken. Machen weiter mit der ersten Bauchübung. Für die seitliche Bauchmuskulatur gehen wir jetzt immer mit einer Hand zur Zehenspitze im Wechsel. Also eins, eins, zwei, zwei. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 10, 10, 12, 15, 15. Und wir nehmen die Hände unter unserem Po und senken die Beine 15 Mal ab. Das hilft bei mir, dass der untere Rücken nicht so im Hohlkreuz ist und nicht so knackt, wenn ich die Hände unter den Po dabei lege bei der Übung. Fünf, sechs, sieben, acht. 11, 12, 13, noch zweimal, 14, 15. Okay, eine letzte Bauchübung geht noch klar. Und zwar gehen wir jetzt immer diagonal zu unserem Knie
im Wechsel wieder 15 pro Seite. 1, 1, 2, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 10, 11, 14, 14, 15, 15. Und wir haben die erste Runde geschafft. Wir kommen wieder nach oben. Nehmen wieder unsere Langhantel. Die Beine hatten ja jetzt mal ganz kurz Pause, ne? Dann können wir jetzt wieder weitermachen mit den Kniebeugen. Zehenspitze zeigen nach außen. Let's go. Drei. Sechs. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13, 15 und ich stelle mich wieder seitlich hin und gehe in den Ausfallschritt. 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Seite wechseln. Jetzt wird langsam anstrengend. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, okay, Hantel einmal auf den Boden ablegen, ihr könnt ruhig kurz den Rücken lockern, wir machen auch danach noch ein ganz kurzes Stretching, okay, und weiter geht's mit dem Kreuzheben. Eins. Fünf, sechs, sieben, neun, zehn, elf, zwölf, 15. Wir dürfen uns hinsetzen, auf die Matte bzw. hinlegen. Schön die Langhantel auf die Hüfte und 15 Mal aus den Fersen nach oben pushen. 2. 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben auf jeden Fall schon die Hälfte von diesem Workout geschafft. 12, 13,
13, 14, 15. Weiter geht's ohne Langhantel. Einbeinig, ihr wisst Bescheid. Ein Bein ist ausgestreckt. Drei. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Haltet durch. 11, ganz nach oben pushen. 12, 13, 14, 15 und die Seite wechseln. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, okay, 13, 14, letzte Wiederholung, 15, oh, und einmal auf den Bauch drehen. Wir machen nach der zweiten Runde auf jeden Fall auch eine längere Trinkpause. Also, Frog Kicks. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Nur noch Bauch. Easy going, easy. So, einmal immer zur Seite, 15 mal. 1, 1. 4, 4. 9, 9. 14, 14, 15, 15 und direkt weiter mit der nächsten Übung. Gleich sind wir durch mit der Runde. 1. Achtet auf eure Atmung. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und Knie zum Ellenbogen. Let's go. 1. 5, 10, 13, 14, okay, machen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pause. Ich glaube, ich habe zu viel mit euch gemacht, tut mir leid, ich habe mich gerade verzählt. Aber dafür machen wir jetzt mal so 2 Minuten Pause. Ich muss mir mal ganz kurz mein Trinken holen. Das habe ich nämlich hier aus dem Bild rausgestellt. Aber holt euch auch gerne was zu trinken. Das ist super wichtig. Ich trinke tatsächlich, boah, ich glaube, so 1,5 Liter beim Training insgesamt. Und dieses Workout ist jetzt auch gerade 1:1 mein Training. Also so trainiere ich auch, wenn ich mit relativ wenigen Gewichten ordentlich Muskulatur aufbauen will.
Und ich weiß auch, dass viele von euch nicht im Gym angemeldet sind, Kids zu Hause haben und die Workouts zu Hause machen, eine Langhantel da haben, eine Kurzhantel da haben. Und dafür sind die wirklich optimal, um den Körper zu formen und zu definieren. Und mir bedeutet das so viel, wenn ihr auch immer in die Kommentare schreibt, was für Workouts ihr noch so haben wollt. Ich dachte, heute ist nochmal so Bauchbeine, Po mit Langhantel, ganz cool. Aber schreibt da sehr, sehr gerne eure Wünsche rein und auch die Intensität, wie anstrengend ihr es von einer Skala von 1 bis 10 findet. Also 10 ist sehr anstrengend. Bisher würde ich sagen, dieses Workout ist eine 6 bis 7 für mich. Aber gleich sage ich vielleicht was anderes, weil jetzt kommt die dritte Runde. Ich glaube, 2 Minuten sind ungefähr um. Mein Zeitgefühl kann aber auch nicht stimmen. Es kommt alles nicht immer so auf die Sekunde genau an, auch mit den Pausenzeiten im Training. Ich finde, man sollte mal gucken, dass man einigermaßen wieder Luft bekommt und Kraft hat für den nächsten Satz. Und dann ist so alles zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten, okay. Und weiter geht's mit breiten Kniebeugen. Ihr wisst Bescheid, was euch erwartet. Aber es ist nur noch einmal dran alles. Ist das nicht schön? Neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Ausfallschritte. Eins, es wird ein bisschen wackeliger, bei mir zumindest. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Next one, okay. Eins, zwei, drei. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Nach vorne mit der Hantel. Ach, es ist schön zu wissen, dass jede Übung nur noch einmal dran ist. Ne? Kreuzheben. Eins. Und die im Stehen sind immer am schlimmsten. Drei. Vier. Schön nah an den Beinen runtergehen mit der Stange. Acht, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, hip thrust, let's go. Es motiviert mich auch echt, das mit euch zusammen zu machen. Also ich muss schon sagen, da muss ich natürlich auch mal denken, Ausführung muss schön sauber sein, alles gut erklären. Also ich mache das echt super gerne mit dem Workout. Eins, zwei, drei. Ich bin jetzt auch ein Mikro besorgt, habt ihr vielleicht gemerkt. Also die Qualität wird immer besser. Und ich möchte auch auf meinem Kanal immer mehr den Fokus auf Workouts legen, weil ich damit einfach so viele von euch erreiche und so vielen zu Hause vor allem
helfen kann, die nicht die Mittel haben, auch immer ins Gym zu gehen. Das freut mich einfach riesig. Jetzt habe ich mich wieder verzählt und wir machen noch 5, 4, 3, 2, 1 und legen die Hand ab. Ein Bein steht auf dem Boden und nach oben pushen. 3, 4, 5. Boah, warum ist es eigentlich so warm in diesem Kursraum? Das ist unglaublich. 8, 9, 10, 11. 12. 15 und die Seite wechseln. 1, 3. Ich hoffe, man hört mich jetzt nicht so laut atmen die ganze Zeit durch das Mikro. 8, 9, 10, 11. Oh Gott, 12. 15 und die letzte Übung für den Booty Booty. Beine anheben. 3, 4, 6, 9, 10. 13, so hoch ihr könnt, 14 und noch einer, 15, nur noch Bauch, nur noch der Bauch, let's go, 1, 1, 3, 3, 5, 5. F, bis an eure Zehenspitzen, noch 3, 2, 1 und Hände unter dem Po, let's go. 1, 2, oh, freue ich mich auf das Stretching. 3, 4, 5, 6, ist das nicht schön? 7, 8, ich kriege immer so ein positives Gefühl, wenn ich so weiß, ich habe ein Workout zu Ende gemacht. Das sind diese, wie sagt man, was da ausgeschüttet wird? Ja, so ein bisschen wie Adrenalin, ne? Dieses gute Gefühl, was für seinen Körper, für sich getan zu haben, was einen näher an seinen Traumkörper, an sein Ziel bringt. Noch 3, 2, 1 und die letzte Übung, ihr wisst Bescheid. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Kick, kick. 8, 8, 9, 9, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15. Und ihr dürft euch einmal ganz lang ausstrecken. Ihr habt es geschafft. Boah, ich bin richtig stolz auf euch. Das war wirklich hart. Wir nehmen jetzt die Knie an unseren Körper und rollen uns einmal so ein bisschen, um den unteren Rücken zu entlasten. Drüber rollen und strecken. Ein Bein eurer Wahl aus. Ziehen das andere Bein zu uns ran. Und atmen. Nehmen das andere Bein hoch und drücken das Knie von uns weg, ziehen das andere Bein zu uns hin, spüren die Dehnung, vor allem im Glut, sind stolz auf uns, genießen diesen Moment, wir uns einfach nur Zeit für uns genommen haben.
was man viel, viel häufiger tun sollte in dieser heutigen Zeit, vor allem, wo man immer von den sozialen Medien so viel sieht, so viel abgelenkt wird. Wir wechseln einmal das Bein, ziehen das andere Bein zu uns ran. Und drücken das Knie von uns weg. Ziehen das linke Bein zu uns ran. Drücken das rechte weg. Jetzt strecken wir uns nochmal aus und nehmen die Arme zur Seite. Winkeln die Beine an. Lassen Sie nach rechts fallen und gucken nach links. Lassen Sie nach links fallen und gucken nach rechts. Strecken jetzt einmal das obere Bein aus. Das spüre ich ganz gut im unteren Rücken. Winkeln es wieder an. Drehen uns wieder zur anderen Seite, strecken das obere Bein aus. Ist meine Hantel im Weg. Geh weg, Langhantel. So. Komm wieder in die Mitte. Und setzen uns schon mal hin. Strecken die Beine aus, berühren unsere Fußspitzen. Versuchen beim Ausatmen etwas tiefer in die Dehnung zu kommen. Und jetzt noch einmal den Schmetterlingssitz. Früher beim Turnen immer gemacht. Drücken die Knie nach unten mit den Ellbogen. Können auch so ein bisschen wie so ein Schmetterling mit dem Bein wackeln. Wir haben uns früher sogar draufgestellt. Ja? Also einer hat sich hier auf die Knie gestellt und dann war man wirklich so flach auf dem Boden. So lernt man Spagat. Da kann ich auch noch mal ein Video zu machen, wenn euch das interessiert. Jetzt setzen wir uns langsam auf unsere Füße und richten uns jetzt ganz langsam in Zeitlupe auf. Und dabei lassen wir alles einmal hängen, schütteln die negative Energie und alles vom Tag aus. Kommen nach oben und wir haben es geschafft. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss durchgezogen habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.